Was? Du bist noch nicht vorbereitet auf Halloween, aber steht schon vor der Tür? Ja, hier kommen meine patentierten Deko-Artikel für deinen Vorgarten in Minecraft. Also pass jetzt auf, nimm dir ein paar Blöcke und schau, was du so dir basteln kannst. Zuerst geht's los mit Grabsteinen. Da gibt's viele Arten, die man sich basteln kann. Ein bisschen Deko muss noch sein. Tausch die Erde aus. Vielleicht machen wir noch ein bisschen mehr. Ein Zombie, der aus dem Grab aufsteht, denn noch ein bisschen Grünzeug. Naja, Todesgestrüpp. Weiter geht's mit Kürbissen. Da wollen wir ein bisschen mehr basteln. Zum Beispiel coole Ecken mit Heubein. Vielleicht nehmen wir da noch ein paar Käfige oder sogar ein paar kleine Stufen. Können da auch noch zuraten. Vielleicht noch ein paar Fackeln. Es wirkt ein bisschen gruseliger. Aber jetzt machen wir was Schickeres. Und zwar vielleicht ein paar kleine Kürbisse. Wie funktionieren die? Ja, 2 Meter tiefes Loch. Stufen unten hin, Rüstungsständer oben drauf. Köpfchen rauf, Loch zubuddeln. Da müssen wir, glaube ich, mit Kolben ein bisschen arbeiten und die einfach mal ein bisschen zubasteln damit. Sobald wir das denn geschafft haben, ist unser Mini-Kürbis fertig. Damit kannst du dir deine tollen Ecken basteln. Aber da gibt's noch mehr. Zum Beispiel Einweggläser. Gleiche Methode mit den Kolben und Rüstungsständern, sich sowas zu basteln. Ihr seht es nochmal hier ganz gut dargestellt. Wir wollen das dann auch nochmal ausprobieren. Einfach mit dem Kolben runterbasteln. Jetzt nehmen wir mal ein bisschen roten Beton. Das ist das, was wir später wegbauen. Nochmal runter und voilà. Wir können es wegbauen und haben schon unsere Einweggläser. In jeder Formvariation, die man möchte, kann man sich diese gruseligen Objekte basteln. Vielleicht noch eine kleine Anregung, ein paar Vogelstorche im Vorgarten erwecken immer das Hinsehen, von daher vielleicht basteln. Aber es gibt auch noch Geister, Geister, wie kann man sich die denn basteln? Tja, da brauchen wir ganz einfach einen Webstuhl und jetzt aufgepasst, wir nehmen einen Banner in der Farbe des Geistes, nehmen dann eine graue Raute, ganz einfach die Raute nehmen. Wenn wir die gefunden haben, machen wir noch ein schönes weißes Pluszeichen rein, wenn ich das mal finden sollte. Ja, da haben wir das Pluszeichen. Sobald wir das haben, brauchen wir noch ein Banner-Symbol oder ein Bannermuster von einem Creeper, färben ihn schwarz und haben das Gesicht des Geistes. Jetzt wollen wir natürlich noch die Seiten uns basteln. Da brauchen wir noch diese kleinen Pünktchen, normales weißes Banner und fertig. So sieht der Geist aus. Gruselig. Jetzt wollen wir noch was für die Hausfassade tun. Ein paar Fledermäuse. Einfach mal zum dran platzieren. Sind ganz einfach zu basteln. Nehmen die Farbe des Banners, in der die Fledermaus sein soll. Mach einen weißen Punkt in der Mitte. Kommt drauf an, was denn deine Wandfarbe ist. Bei uns ist es weiß, von daher auch ein weißer Punkt. Schwarzer Strich dazwischen. Und soweit wir das haben, fehlen nochmal 2 weiße Teile. Zum einen ein Dreieck einmal oben. Nochmal die weißen Punkte ganz einfach unten platziert. Und fertig ist deine Fledermaus. In jeder Farbe kannst du sie dir einfach basteln damit. Und die an die Hausende platzieren, eine oder mehrere. Weiter geht's jetzt noch mit Süßigkeiten. Wir müssen ja vorbereitet sein, entweder in der Schale oder als Bildchen, um sich das an die Wand zu hängen. Ja, ich würde sagen, Schale ist eigentlich auch wie die anderen Kürbisse und Eingegläser. Gleiches Prinzip, nur hier nehmen wir ein paar mehrere Rüstungsständer und schieben uns das wieder mit den Kolben ganz einfach zurecht. Schick. Schritt für Schritt basteln wir hier unsere Schale und müssen das mit den Kolben nur noch zurechtziehen. Sobald wir die Schale haben, können wir den Rest wieder wegbauen und formen uns die Schale noch mit Schildern. Sobald wir das geschafft haben, sieht das so aus und bereit, um es zu verteilen. Jetzt wollen wir natürlich noch einmal die Schale auf Banners machen. Nimm die Farbe, die du für hinten nehmen möchtest und dann fangen wir an mit den Süßigkeiten. Erstmal eine gelbe Blume nehme ich mal. Die Farbe kann man sich ja aussuchen. Dann würde ich sagen, mache ich mir noch ein bisschen rote Süßigkeiten mit rein, mit einem Punkt in der Mitte. Und dann würde ich einfach nochmal Süßigkeiten nehmen, um so einen Farbkontrast zu haben, mit dem Mojang-Logo. Und fertig sind die Süßigkeiten. Jetzt wollen wir die natürlich noch mal eine Schale machen. Meine Schale ist natürlich lila. Von daher nehme ich einfach mal lila und färbe mir, würde ich mal sagen, das halbe Banner damit komplett einmal an. Sobald wir das geschafft haben, müssen wir jetzt einfach mal den Webstuhl verlassen und in eine Werkbank gehen. Nehmen nochmal unser Banner in die Werkbank, nehmen ein paar Ranken dazu, denn natürlich noch die Farbe vom Banner. Bei mir ist es blau, von daher nehme ich jetzt auch blau und kriege dieses Zackelmuster. Sobald wir das haben, gehen wir zurück in den Webstuhl und können da jetzt wieder unser Banner nehmen und machen uns unten noch den Boden hin. Bei mir ist der Boden jetzt schwarz, von daher färbe ich jetzt nicht komplett das halbe Banner, sondern nur unten so ein bisschen. Da haben wir es und fertig ist es. Jetzt können wir es platzieren und die Süßigkeiten verteilen und sind super vorbereitet. Auf Halloween! Bereite dich vor.